I'm totally illegitimate. In Kopenhagen war mein 15. Klimagipfel. Ich war sozusagen da jetzt nicht unbedingt als Neuling dabei. Und wenn man 15 solche Klimagipfel mitgemacht hat, dann geht man da mit einem, manche gehen immer noch mit hohen Erwartungshaltungen rein. Also ich war da, meine Erwartungshaltung war jetzt nicht übertrieben hoch. Und dementsprechend war ich auch nicht übertrieben enttäuscht. Ich bin aber doch überrascht. Ich bin nämlich überrascht, dass es den Staats- und Regierungschefs nicht mal gelungen ist, aus Kopenhagen einen PR-Erfolg zu machen. Wie Climate Justice Action gesagt hat, the UN will not solve the climate crisis. Die UN wird die Klimakrise nicht lösen. Und in dem Sinne haben wir Recht behalten, und da muss ich mal ganz kurz sagen, ich glaube, da haben wir auch die radikalen Linken, waren wir da am klarsten von Anfang an. Der totale Zusammenbruch überrascht uns deswegen am wenigsten. Und ich glaube, da müssen auch die anderen Netzwerke, die trotzdem weiterhin Energie darauf gerichtet haben, ein, wie heißt es, faires, rechtsverbindliches und ambitioniertes Abkommen zu erreichen, müssen auch ein bisschen sagen, warum das so war, denn immerhin war es eigentlich schon lange vor, im Vorfeld klar, dass es nicht passieren würde. Wir reden ja hier über ein Thema, was man im Grunde beschreiben kann mit der Überschrift globaler wirtschaftlicher Strukturwandel. Weg von fossil gesteuerten Strukturen, von einer fossil basierten Entwicklung. Entwicklung wird verstanden als Industrialisierung auf der Basis fossiler Energien, auf der Basis von ökologischem Raubbau. Und so etwas ändert man nicht einfach so am grünen Tisch. Dieser Strukturwandel muss stattfinden, global, national, regional. Und vor allen Dingen findet so ein Strukturwandel natürlich nicht im Konsens statt, sondern dieser Strukturwandel hat Gewinner, er hat aber auch Verlierer. Und wenn die Vereinten Nationen eben nur im Konsens arbeiten können, ist eben schwer vorstellbar, dass die Verlierer eines solchen Strukturwandels da einfach mal so zustimmen. Das tun sie ja national auch nicht. Aus dem, was ja als linksradikale Klimabewegung entstanden ist in den letzten paar Monaten oder im letzten Jahr, hatten ja einige von uns, ich auch, sehr stark gesagt, Kopenhagen kann ein neues Seattle werden. Und dann ist es auch nicht so leicht, wie die öffentliche Meinung sich das gerade macht. Es ist China gewesen, sind die USA gewesen. Und dann sind es die Industrieländer im Allgemeinen gewesen, denke ich, auch die Bundesregierung, die EU, die ja, was diese ganze Dimension von Klimagerechtigkeit angeht, einfach, also es ist da ja nicht vorgekommen, sowas wie ja, Kompensationszahlungen an Süden, Technologietransfer, all solche, das hat ja überhaupt keine Rolle gespielt, wirklich. Und dementsprechend ist auch kein Wunder, dass von den aus dem Süden niemand bereit war, einem ambitionierten Abkommen zuzustimmen, wenn einfach nichts geboten wird. Man hätte, glaube ich, so also den Fokus viel breiter machen müssen und über allgemeinen Umbau der Weltwirtschaft reden müssen, also auch über wie viel Welthandel wollen wir eigentlich, darf die Weltbank mit dem Klimaschutz was zu tun haben? Das sind alles Fragen, die man hätte diskutieren müssen, wenn es wirklich um echten und gerechten Klimaschutz hätte gehen sollen. Ich denke, Politik muss Rahmenbedingungen schaffen. Menschen warten auch drauf, sie wollen Klimaschützen. Ich glaube, das ist bei vielen so, wissen aber zum Teil gar nicht, was kann man machen. Oder um die Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen heißt für mich zum Beispiel, wirklich einen guten Nahverkehr zu haben, dass ich eine Alternative zum Auto habe. Wie ist nun vor diesem Hintergrund das Abschneiden, in Anführungsstrichen, des Klimaschutzes von unten, also der sozialen Bewegungen, zu bewerten? Zunächst bin ich schon der Meinung, dass das alles ein Riesenerfolg gewesen ist. Also ich würde schon behaupten, dass Kopenhagen sowas gewesen ist wie die Geburtsstunde einer globalen Klimabewegung, wobei Geburt ja etwas ist, wo es danach noch ziemlich lange dauert, bis das Kind irgendwie laufen kann und größer wird und so. Und am Anfang ist das alles noch ziemlich anstrengend. Das ist ganz interessant, wenn man die Auswertungen von diesen eher kritischen NGOs liest. Das waren auch die NGOs, die sich dann an diesem berühmten Ausbruchsversuch aus dem Bella Center am 16. Dezember am Mittwoch beteiligt haben, da ist eine totale Euphorie über das Auftun einer neuen strategischen Option, nämlich einfach rauszugehen und zusammen mit sozialen Bewegungen und auch radikalen Aktivistinnen und Aktivisten zusammenzuarbeiten. Ich denke, das war auf jeden Fall ein ganz großer Fortschritt und auch das war etwas, was die aktivistischen Gruppen von Anfang an möglich gemacht haben. Mein großer Kritikpunkt an diesem Ganzen, an dem wie die sozialen Bewegungen da aufgetreten sind, ist, dass der ganze Protest meines Erachtens ziemlich unspezifisch war. Also es ist hier irgendwie angekommen, es gibt eine große Menge von Menschen, die wollen irgendwie Klimaschutz und die sind auch ein bisschen unzufrieden mit dem, wie es läuft. Und dann gab es noch so ein paar Versprengte, die halt wie immer irgendwas stören wollen und kaputt machen und so einen Gipfel sprengen. Also das Übliche, aber es ist nicht wirklich deutlich geworden, wofür die Leute eigentlich sind, was konkrete Forderungen sind und was Verantwortliche sind, denen man auf den Fuß treten will. Auch, aber wenn Kofi Annan und der European Roundtable of Business
und die radikale Linke in Deutschland von Klimagerechtigkeit reden kann, dann ist irgendwas sozusagen, dann ist da ein Problem mit dem Konzept und wir konnten auf gar keinen Fall klar machen, dass Klimagerechtigkeit nicht nur irgendwas ist, was im Allgemeinen gut ist, sondern etwas, was auch beinhaltet, fossile Ressourcen im Boden zu lassen, den Energiesektor zu vergesellschaften und zu dezentralisieren, massive Reparationen vom globalen Norden an den Süden zu zahlen. Wir konnten da keine Inhalte setzen und ich glaube auch, das hat damit zu tun, dass die Demo am Samstag mit ihren 100.000 Leuten, das war ein Spaziergang für den Klimaschutz. Und ich glaube, die Taz nannte es eine Love Parade für den Klimaschutz. Ja, die Frage nach den NGOs, ob ich das zu positiv dargestellt hätte. Also ich meine, ich habe eigentlich keine Tendenz, Sachen zu positiv darzustellen, aber ich finde auch, man muss seine eigenen Erfolge auch nicht verstecken. Also das, was wir in Deutschland erreicht haben, da beneiden mich ganz schön viele Leute aus NGOs in anderen Ländern. Wenn wir -27% haben, Kanada hat gerade +20% gemeldet. Das ist schon, glaube ich, ein Unterschied, an dem die deutschen NGOs, die deutsche Umweltbewegung, erheblichen Anteil hat. Ja, ich habe gerade gehört, es gibt ambitionierte Übergangsforderungen, die systemsprengend sein könnten. Da muss ich sagen, das sind wir also sehr gut aus dem Bundestag. Ich rede jetzt vom Bundestag. Wir können auch Herr Brandenburg kritisieren und da teile ich sicher eure Meinung. Also was die Frage Atomkraftwerke betrifft, was die Förderung regenerativer Energien betrifft, wir haben Anträge eingebracht zur Dezentralisierung der Energieversorgung, zur Vergesellschaftung der Energieversorgung, haben wir erst gemacht. Toll. Bloß, uns ist die Kraft ausgegangen. Also die Mobilisierung von unten war leider noch nicht so stark. Wir hätten gerne die Mehrheit gehabt und dann wären wir jetzt schon weiter. Also wenn ihr gute Sachen macht, dann sagen wir das auch. So ist das ja nicht. Das gilt übrigens für alle Parteien. Ich sag mal, wenn wir jetzt Brandenburg nehmen, wir hatten da vor anderthalb Jahren eine größere Demo in Jenschwalde, die größte, die es da je gab, zum Thema Braunkohle. Da habt ihr euch natürlich mit einem Redebeitrag beteiligen dürfen, das war ja vollkommen klar. Bei der nächsten Demo in Jenschwalde bin ich mir da nicht so sicher, ob wir da wieder jemanden einladen von der braunkohleabbauenden Landesregierung. Auskommen, dass wir auf der einen Seite natürlich nicht auf einen Antagonismus verzichten können. Also wir können nicht sagen, wir bringen das alles konfliktfrei über die Bühne und wir schubsen die nur so ein bisschen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch nicht, dass man jetzt irgendwie so einen Antagonismus, so einen ganz radikalen vom Zaun brechen kann und so nach dem Motto, wir hier unten, die da oben und jetzt los, Klassenkampf. So. Ich glaube, es funktioniert nicht, weil es einfach zu unspezifisch ist und in den Medien nicht durchdringt. Deswegen glaube ich, braucht es so eine Strategie konkreter Konfliktpunkte. Also dass man schon ziemlich deutlich sagt, mit wem man unzufrieden ist, wo Blockierer sind und was auch ganz konkrete Dinge sind, die man anders haben will. Ich glaube also, als Bewegungen, als linke Parteien, als NGOs müssen wir uns zusammensetzen und eine integrierte Strategie für einen klimagerechten Energiesektor entwickeln, schauen, auf wie wir das auf allen Ebenen durchdrücken können. Also neue Kohlekraftwerke verhindern und neuen Kohletagebau. Die Renaissance der Atomkraft verhindert, ja, das richtet sich natürlich auch an die Genossen und Genossen der Linkspartei. Und für einen gerechten erneuerbaren Sektor, denn nur so, wenn wir das wirklich hier umsetzen können, können wir zeigen, dass Klimagerechtigkeit nicht nur etwas ist, wovon alle reden können, sondern es wirklich ein radikales Konzept ist, was die Welt verändern kann. Diese Voraussetzungen kann man, glaube ich, nicht zuerst auf globaler Ebene schaffen, sondern die muss man auf nationaler Ebene schaffen, auf regionaler Ebene schaffen und damit schafft man dann die Voraussetzungen für eine globale Vereinbarung. Kohlekraftwerke schon genannt worden. Natürlich wird kein einziges dieser Kohlekraftwerke im Konsens verhindert. Climate Justice Action hat ganz stark daran gearbeitet, zu versuchen, zivilen Ungehorsam legitim zu halten, obwohl sich der Raum immer weiter am Schließen war. Wir haben in der ersten Woche von Kopenhagen in Deutschland allein 3 Kohlekraftwerke verhindert. 3-mal haben Investoren entnervt aufgegeben. Blockieren ist unser Recht. Also das ist, glaube ich, auch, dass wirklich alle progressiven gesellschaftlichen Kräfte jetzt auch immer weiter darauf bestehen müssen. Denn der Raum schließt sich und den müssen wir offenhalten. Ich sehe aber ein bisschen schwarz. Ich glaube, ich kann da echt keine Hoffnungen machen, denn unter Schwarz-Gelb wird sich einiges nicht verhindern lassen. Ist so.